Ich habe mir eigentlich meinen Lebensweg so ein bisschen anders vorgestellt. Ich habe eigentlich früher immer sehr gerne Bauern. Die Bauern verkaufen ja heute das Zeug selber, oder? Du siehst so Tafeln, irgendwie so Blumen zum selber schneiden oder Erdbeeren zum selber pflücken, Gückeli zum selber würgen. Schon als Bub habe ich einmal so versucht, sie auf einem Bauernhof gearbeitet. Dann ist ein Rind gestorben, dann hat es so 3 Wochen lang Rindfleisch gegeben, oder? Dann ist eine Sau eingegangen, dann hat es 2 Wochen Schweine gegeben, wo der Grossmutter gestorben ist, bin ich gegangen. Wissen ja, was übrig bleibt, wenn man einen Bergbauer kremiert? Der Subaru-Schlüssel. Die Lehre habe ich eigentlich gemacht in einer Schreinerei. Das war so eintönig. Ich musste nur Türen machen. Oder Haustüren, Zimmertüren, Kellertüren. Ich habe gesagt, das muss ich gehen, sonst verteure ich noch. Zwischendurch war ich auch selbstständig. Bin ich Robidog-Kästen auffüllen. In einem Museum habe ich geschafft, so als Security, oder? Und 2 Tage. Und haben sie mich rausgerührt, und wenn es ein Mobbing, oder? Von den neidischen Kollegen, oder? Und nur wenn man ein erfolgreich ist. Und man immerhin habe ich dann 2 Tage 3 Picasso verkauft. Das Zeitchen habe ich auch im buddhistischen Standesamt, im statistischen Bundesamt geschafft. Irgendwie so ein Büro, oder? Das ist nichts für mich, oder? Und dann hat es in jedem Büro auch noch so Kollegen, die einfach das Betriebsklima kaputt machen, oder? Ich meine, die hocken einfach da und arbeiten. Ich war mal auch Magier gewesen, oder? Dann habe ich so Jungfrauen versagt. Und eines ist wirklich etwas schief gegangen, da habe ich sie wirklich oben angesagt. Leck, ist die hässig geworden. Die hat oft das Zelt gekönnt, oder? Und ist zügelt auf Basel und Bern. Ich bin ja sehr hilfsbereit. Ich habe Türen auf und so helfen ältere Frauen über die Strasse, ob sie die wollen oder nicht. Ich helfe auch sehr viel im Haushalt. Es gibt ja Männer, die nach 10 Jahren geheiratet sind, oder wenn die Frau so ruft, Schatz, komm mal schnell in die Küche. Sagt er, gern, wo muss ich da durch? Ich tue auch immer Spenden, oder wenn da Einzahlungsscheine kommen. Gerade letztes Jahr habe ich wieder für Berghilfe gespendet, oder? Weil da finde ich sehr wichtig, die Berghilfe. Ich bin letztes Jahr in der eigenen Nordwand und die ist also in einem ganz schlechten Zustand. Letztes Jahr habe ich unverhofft angefangen zu denken. Und da habe ich gedacht, ich gehe doch wieder einmal in den Wald. Und ich muss sagen, ich war ewig lang nicht mehr im Wald gewesen. Jahrelang, oder? Und ich habe nicht einmal mehr gewusst, wie man das macht, oder? Ich meine, muss man da reservieren, oder? Ich habe sogar einen müssen fragen, wo ist da der Wald, oder? Ich sage, ja, dort bei diesen Bäumen oben und so. Da bin ich durchgelaufen und unterwegs habe ich ja gemeint, es sei vergeben gegangen, oder? Dort war es der Fall gewesen, der Wald sei nicht mehr da. Da hat mir aber einer gesagt, eben, das heisse Waldweg und nicht Waldweg. Wahrscheinlich habt ihr jetzt schon ein bisschen gemerkt, ich kann jetzt meine Gags-Produktion auch müssen in Billigländer verlegen. Die lassen jetzt meine Gags in China machen. Die Chinesen, die haben ja schon Humor, oder? Und da muss man auch, oder? Wenn du mit dünnen Stäbchen willst Reis essen oder ohne Fleiß kein Leis. Ich hatte früher einen chinesischen Freund und der war so herzig, der war auch so wahnsinnig klein, der hatte einen passenden Namen, Tam Pong. Ich habe ihm gesagt, du kannst aber wahnsinnig gut Deutsch, oder? Er sagt, oh, danke sehr vielmals, aber ich habe ein großes Problem, ich kann L nicht sagen. Dann habe ich gesagt, ja, mach mal, der L ist gut, aber am R musst du noch arbeiten. Er hat auch immer seine Familie vorgestellt. Er hat gesagt, das ist Ming Jia, meine Frau, und das ist Soja, mein Splöschling. Einmal, wo wir sind gelaufen, so an einer Seele, oder? Habe ich meiner Tochter da erklärt, oder? Schau, dort ist ein Hubentaucher, oder? Ein Mandarinenten und ein Stockenten und so, oder? Und er ist mit ihm gestanden und hat gesagt, das ist Nummer 32 und Nummer 33.